CIA-Offizier spricht Klartext gegen Scholz. Er dachte, dass die Westmächte die Minsker Vereinbarungen umsetzen würden. Und das haben sie natürlich nicht getan. Wir prahlen immer noch damit, dass wir Russland in dieser Sache betrogen haben. Das darf man hier gar nicht jetzt. Also sobald man ja anfängt, sowas zu erzählen, ist man ja Putin-Versteher und ist irgendwie rechts oder Nazi, so wie damals bei Corona halt, ne? Dieselbe Keule. Da ist eine Taube gerade reingeflogen. Krass, dass in dem Moment die Taube reinfliegt, ne? Frieden mit den Man. Ich will damit nur sagen, dass ich nicht weiß, von welchem Planeten Scholz kommt. Aber wenn er keine Ahnung von Realpolitik hat, wenn er nicht das Gleichgewicht der Mächte studiert hat, dann kann ich mir seine Haltung wohl erklären. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Da sind wir doch. Wir sind da. Wir sind da, meine lieben Freunde, macht euch keine Sorgen. Macht euch einfach keine Sorgen. So, und rein. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. Liebe geht raus von mir und meinem Chat natürlich. Einige im Chat haben Chrissys Stimme schon erkannt. Und zwar werden wir auf ein Video von der Chrissy heute mal wieder reagieren. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das Video heißt CIA-Offizier spricht Klartext gegen Scholz. Wow, ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Liebe, wie gesagt, schreibt einen Kommentar, lasst ein Däumchen nach oben da und wir gehen rein. Der ehemalige CIA-Offizier Ray McGovern spricht nun Klartext und hält auch keinen Blatt vor dem Mund, was Bundeskanzler Scholz angeht. Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy und wir haben... Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy. Geil, Digga. Chrissy, ich küsse dein Herz. Ich hoffe, dir geht's gut. Mal über den ehemaligen CIA-Offizier Ray McGovern und seine Aussagen gesprochen. Und nun hat er sich wieder mal geäußert zu dem Konflikt zwischen Ukraine und Russland. Und da möchte ich auch auf die Aussagen bezüglich Deutschland und Bundeskanzler Scholz eingehen, weil es definitiv eine perfekte Aussage zu der jetzigen Thematik eigentlich passt. So, bevor wir uns aber das anschauen, möchte ich auf die erste oder eine andere Aussage von ihm eingehen bezüglich der Frage, wenn doch mehr und mehr Waffen, Munitionen, Panzer oder zum Beispiel Polen jetzt gerade mit den Kampfjets, wo sie sagen, ja, wir machen das hier ganz, ganz weit vorne. Und wenn das alles doch mehr und mehr geliefert wird, dann müsste doch die Wahrscheinlichkeit, oder sonst hätte es ja keinen Grund, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass die Ukraine auch einen Sieg aus diesem Krieg oder als Sieger aus diesem Krieg hervorgeht. Ist das denn überhaupt wahrscheinlich? Und das ist die Aussage von Ray McGovern. The answer is no. No. Antwort ist nein. Und wissen Sie, als Offizier des Nachrichtendienstes der Armee gebe ich nicht vor. Tatsächlich ist das schon eine Weile her. Also ich gebe nicht vor, alle Antworten auf diese Fragen zu kennen. Aber ich genieße die Tatsache, dass Leute wie Colonel McGregor und andere Personen, die erst vor kurzem mit dieser Aufgabe betraut waren und darüber berichteten, mir sehr zuversichtlich sagen, es wird keinen großen Unterschied machen. Das sind alles Ausgeburten der polnischen und anderer Kräfte, die damit zeigen wollen, wie weit sie in diesem endlosen Krieg mitwirken. Das birgt natürlich auch Gefahren. Von wo aus werden diese polnischen MiG-29 abheben? Bedenken Sie das. Denn wenn sie versuchen, von ukrainischen Flugplätzen aus zu starten, werden sie nicht lange dort verweilen. Wenn sie versuchen, von polnischen Flugplätzen zu starten, dann ist ihre Vermutung so gut wie meine. Because if they're going to try to take off from Ukrainian airfields, they're not going to be on the airfields very long. Da war eine subliminal Botschaft eben zwischendrin, habt ihr gesehen? Okay. If they're going to try to take off from Polish airfields, well, your guess is as good as mine. Putin is pretty circumspect. Putin ist ziemlich umsichtig, aber er steht unter großem Druck. Er gibt zu, dass er sich vor 8 Jahren wirklich geirrt hat, dass er naiv war. Das räumt er ein. Er dachte, dass die Westmächte die Minsker Vereinbarungen umsetzen würden. Und das haben sie natürlich nicht getan. Wir prahlen immer noch damit, dass wir Russland in dieser Sache betrogen haben, dass wir sie nicht umgesetzt haben, damit sie die ukrainischen Streitkräfte auf NATO-Niveau aufrüsten konnten. Merkel zusammen mit Poroschenko, mit Zelensky höchstpersönlich. Und das russische Volk sagt, Wladimir Wladimirovich Putin, warum hast du nicht zugelangt, als das Eisen noch heiß war?
Warum sind wir nicht 2014 hineingegangen und haben sie aus dem Weg geräumt? Wir waren nicht von einer schriftlichen Vereinbarung abhängig, die vom UN-Sicherheitsrat gebilligt wurde, wobei wir nicht vom Westen abhängig gewesen wären, weil der so etwas nicht tut. Warum hat man sie reingelegt? Nun, er gibt zu, dass er hereingelegt wurde. Das hat er gesagt, okay? Und was bedeutet das jetzt? Er gibt es zu, aber wir geben das ja nicht zu, quasi, ne? Das sind harte Aussagen, das sind krasse Aussagen hier von dem ehemaligen CIA. Aber in unseren Medien, in unserer Welt heißt es ja immer, dass wir gar nichts dazu beigetragen haben, dass es so weit eskaliert ist, so weißt du? Aber dass wir da unsere Verträge nicht eingehalten haben und Ukraine aufgerüstet haben, auf NATO-Niveau aufgerüstet haben, so damit das nicht so einfach wird, Ukraine zu übernehmen, das wird ja hier gar nicht erzählt. Das darf man hier gar nicht jetzt. Also sobald man ja anfängt, sowas zu erzählen, ist man ja Putin-Versteher und ist irgendwie rechts oder Nazi, so wie damals bei Corona halt, ne? Dieselbe Keule. Well, he admits that he was taken in. He has said so, okay? So, what's the implication of that? Well, next time he's not going to be taken in. Next time. Nächstes Mal wird er sich nicht einwickeln lassen. Das nächste Mal, wenn ein Abkommen in der Ukraine zustande kommt, und ich hoffe, dass es bald einen Waffenstillstand gibt. Nach den Chinesen ruft der Vatikan um Gottes Willen jetzt zu einem Waffenstillstand auf. Und der Papst sagt, er sei bereit, nach Kiew und nach Moskau zu gehen. Hoffen wir also, dass sich vernünftigere Köpfe durchsetzen, denn die gibt es derzeit nicht. Und dass wir uns das Schlimmste ersparen können. Aber Putin lässt sich nicht übers Ohr hauen. Er wird sich nicht aus Angst um seine eigene Sicherheit wieder auf den Holzweg führen lassen. Ich meine, es gibt eine Menge Personen in Moskau, die wirklich verärgert über ihn sind, weil er hereingelegt wurde und weil er nicht schneller mit den Maßnahmen des letzten Jahres reagiert hat. Es ist krass, diese Perspektive mal zu hören und zu sehen. Also das bedeutet, es ist nicht so. Und die Aussagen eines Ray McGovern reihen sich unter die Aussagen von sehr vielen anderen, auch als Experten gesehenen, die aber nicht als in den öffentlich-rechtlichen Medien eingeladen werden. Ja? Weil Beispiel Daniele Ganser. Sie verbreiten ja irgendwelche Dinge, die jetzt gerade nicht optimal sind, mit den Dingen, die vor sich gehen. Das heißt, Ukraine kann gar nicht gewinnen. Das heißt, diese Strategie, bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau vorzugehen, für was? Tja, definitiv für keinen Sieg. Und jetzt kommen wir zu den Aussagen eines Herrn Scholz. Denn im Grunde müsste man sagen, jeder Außenstehende, der einen Krieg beobachtet, würde sofort auf die Seite springen und sagen, Moment mal, wir brauchen einen Waffenstillstand, wir brauchen Friedensverhandlungen, es muss sofort irgendetwas geschehen, dass wir dieses Kriegsgeschehen beenden. Denn im Grunde sorgt es ja... Da ist eine Taube gerade reingeflogen. Gib mir die Taubsi-Vibes, Bro. Love Gang ist am Start. Peace. Nur für Leid für die Bevölkerung, die an diesem Ort, wo das Kriegsgeschehen herrscht, darunter leidet, stirbt und so weiter. Aber warum macht das der Westen zumindest überhaupt nicht? Und hierbei eine Aussage eines Herrn Scholz. Warum es zu keinem Friedensstillstand und keinen Friedensverhandlungen... Krass, dass in dem Moment die Taube reinfliegt, ne? Frieden mit den Männern kommen kann. Friedensliebe heißt nicht Unterwerfung unter einen größeren Nachbarn. Wenn die Ukraine sich aufhört zu verteidigen, dann wäre es kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine. So, jetzt kullert dir wahrscheinlich eine Träne runter und du denkst dir, wow, was für eine epische Aussage. Oder man denkt sich, was? Und genauso Ray McGovern. Jetzt pass auf, was er dazu sagt. Ist es nicht sogar so, dass Putin damit zufrieden wäre, wenn die Ukraine neutral bleibt und nicht Teil der NATO wird und nicht NATO-technisch aufgerüstet wird und dann quasi eine Bedrohung für Russland darstellen würde? Ist das nicht so? Auch hier würde ich eine Analogie zur Kuba-Krise von 1962 ziehen. Was würde Scholz nun Fidel Castro und Nikita Khrushchev sagen? Schaut, ihr habt dort einen großen Nachbarn, aber ihr müsst ihnen die Stirn bieten. Ihr müsst diese ballistischen Mittelstreckenraketen dort aufstellen, denn euer mächtiger Nachbar sollte keinen Einfluss auf eure Aktivitäten haben. Ist es das, was Scholz, Fidel Castro und Nikita Khrushchev sagen würde? Möglicherweise ja, aber wenn dem so ist, dann ist das meiner Meinung nach eine sehr törichte Herangehensweise. Denn die Realität ist die Realität. Scholz ist Handlanger von den Amis, das merkst du doch. Das hast du doch schon gesehen bei sehr vielen Situationen. Die prägendste Situation, die ich gesehen habe, ist, wo er neben halt Biden steht und
Biden über diese Nord Stream-Geschichte erzählt und sagt, dass das Ding nicht zum Laufen kommt und dass wir da auf jeden Fall Lösungen finden werden, damit das Ding nicht zum Laufen kommt. Und Scholz steht nebendran und guckt ihn einfach nur so an, so. Abi Biden hat gesagt, kommt nicht, also kommt nicht, so. Ob das für uns Deutschland jetzt gut ist oder nicht, ist scheißegal. Ob die jetzt einen terroristischen Anschlag eigentlich auch auf, also eigentlich war das ja ein Anschlag, auch die, der sich gegen die Deutschen gerichtet hat, so. Weil ohne Nord Stream Energiepreise hoch, wir müssen von woanders Energie holen, teurere Energie holen, so. Und das ist halt, ey, es ist crazy, weißt du, wie ich meine, so. Also wer das gesehen hat, das ist einfach, das ist lächerlich. Das Gleichgewicht der Kräfte zeigt, dass Kuba und Russland richtig gehandelt haben. Genau genommen Russland. Kuba wollte diese Raketen wirklich behalten, nicht wahr? Russland hat mit Chruschtschow das Richtige getan. Das muss man ihm zugutehalten. Er setzte sich mit seinen Beratern zusammen, die noch immer mit den Amerikanern sprachen, richtig? Und er sagte, seht her, Kennedy sagt mir, dass es sich hier um eine existenzielle Bedrohung handelt und er wird das nicht tolerieren. Rest in peace, Kennedy. Und für uns war das ein Schachzug. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, um Himmels Willen. Vielleicht bekommen wir die Waffen dorthin, bevor sie es merken. Sie haben es fast geschafft, oder? Eigentlich haben sie es geschafft. Sie haben es getan. Wir wussten es zu dem Zeitpunkt nicht, aber diese Raketen waren mit Atomsprengköpfen bestückt. Those missiles had been armed with nuclear warheads. They were ready to go. Sie waren einsatzbereit. Minuten entfernt von Washington. Minuten entfernt von Omaha, wo unser strategisches Luftkommando war. Minuten. Erinnern Sie sich, was ich über 5 bis 7 Minuten gesagt habe. 7 bis 10 Minuten für die in Polen und Rumänien aufgestellten Raketen. Wie auch immer, Chruschtschow sagte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Lasst uns unsere Hörner einziehen, lasst uns sehen, ob wir eine Vereinbarung treffen können, die die Angelegenheit ein wenig leichter macht. Und tatsächlich handelte Robert Kennedy einen Nebenvertrag aus, der damals nicht veröffentlicht wurde, wonach die USA gleichzeitig Raketen aus der Türkei abziehen würden. Raketen, die damals schon veraltet waren. Ich will damit nur sagen, dass ich nicht weiß, von welchem Planeten Scholz kommt. Aber wenn er keine Ahnung von Realpolitik hat, wenn er nicht das Gleichgewicht der Mächte studiert hat, dann kann ich mir seine Haltung wohl erklären. Aber diese Art von Rhetorik ist nicht hilfreich, denn die Realität sieht anders aus. Politiker halt, Bro, was soll ich dir sagen? Also hierbei nennt Ray McGovern die Kuba-Krise von 1962 als Vergleich. Und ich finde, meiner Meinung nach, ist das ein absolut guter Vergleich, was die jetzige Situation und die damalige Situation mal kurz gegenüberstellt. Im Thema Kuba-Krise bin ich jetzt halt nicht so krass belesen. Haben wir uns noch nicht richtig wirklich mit auseinandergesetzt. So könnte man auch nochmal machen. Gibt es bestimmt ein gutes Video von Daniele Ganser, wenn ich das so sagen darf. Wo dabei aber die Rollen vertauscht wurden. Also jetzt mal ganz kurz, was ist dort passiert? Der Zweite Weltkrieg war vorüber. Es gingen aus diesem Krieg 5 Sieger. Okay, wir gehen hier schon rein in das Thema. Davor. Darunter auch die USA und Russland. Zu diesem Zeitpunkt noch die Sowjetunion. So, die beiden sind sich nicht immer einig gewesen oder sind sich nie einig gewesen und es kam zum Kalten Krieg und das Wettrüsten begann. Also jeder versuchte mehr als der andere zu machen, um seine Dominanz, seine Macht zu demonstrieren. So. In Kuba quasi, oder was? Was hatte Kuba dabei zu tun und warum spitzte gerade die Kuba-Krise von 1962 diesen Konflikt so weit auf die Spitze, dass das eine der größten Gefahren für einen Atomkrieg waren? Also das habe ich schon mal gehört. Keine unbedeutende Krise. Es war nämlich so, zu diesem Zeitpunkt, was ereignete sich? Ja? Wir wissen ja, die USA hat überall irgendwie oder dort, wo es möglich war, irgendwie die Finger im Spiel und die Fühler ausgestreckt, damit eben alles so nach der Pfeife tanzt. Genauso eben die Sowjetunion auf ihren Bereichen. Ja, das möchte man jetzt nicht irgendwie verneinen. Jedenfalls war es so, dass Kuba nicht mehr ganz mitgespielt hat. Denn Batista wurde von Fidel Castro gestürzt. Fidel Castro hat aber nicht mehr nach der Pfeife der USA getanzt. Das bedeutet, sie haben sehr, sehr viel verstaatlicht, wo die USA aber Einflüsse hatte.
Das bedeutet, was macht denn ein Land, ein so dermaßen dominantes Land, wenn jemand nicht mehr nach der Nase tanzt von demjenigen? Natürlich, Sanktionen. Und so kam es zu Importstopps und kein Öl mehr und so weiter. Das kommt uns auch sehr, sehr bekannt vor. Und was ja. gab es noch? Es gab sehr viele, die inzwischen offiziell bestätigt wurden, Operationen für einen Sturz von Fidel Castro. Es sollte... Das ist Ami-Style wieder. Das ist Ami-Style wieder. Irgendwas etablieren oder am besten sich irgendwelche Truppen vor Ort suchen, ja, die dann trainieren, die unterstützen mit Geld und Waffen, die dann den Präsidenten, der den Amis nicht gefällt, stürzen, damit die einen neuen etablieren können, in Klammer auf, Zelensky, Klammer zu, der dann wieder nach der Nase tanzt und nach der Pfeife tanzt. Ist schon sehr wild, ja? Also die Amis machen eigentlich mehr oder weniger schon seit Jahrzehnten immer das gleiche Spiel. Ja, es gab Putschversuche, es gab bestimmte Operationen, dass endlich die Regierung wieder geändert werden sollte. Denn das ging ja gar nicht. So, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass so solche Sanktionen nicht ohne sind für ein Land wie Kuba. Dementsprechend hat das natürlich der Kuba auch sehr, sehr kompliziertes Land, ne, politisch. Ganz gut zugesagt, dass Kuba mal nicht oder irgendein Land mal nicht so weiterspielt, wie es gerne die USA hätten. Und somit hat die Sowjetunion angeboten, hey, wir machen doch lieber Wirtschaft miteinander, beziehungsweise wir helfen euch dahingehend, die Dinge auszugleichen, die von der USA so nicht mehr funktionieren. Und das wurde so weit an die Spitze getrieben, dass sie gesagt haben, wir, also die Sowjetunion, stationiert Waffensysteme auf Kuba. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie nah Kuba ist und wie ungeheuerlich so eine Aktion überhaupt wäre. Die sind immer noch mit Russland cool, oder? Kuba ist doch kommunistisch noch, oder nicht? Ist, ob ich das einzige Land aber auch, oder nicht? Nee, wen gibt's noch? Es gibt noch ein Land, ne? Die nicht nach der amerikanischen Pfeife tanzen. In Südamerika auch. Mittelamerika, Südamerika. Venezuela? Nee. Wer noch? Und es war so weit, dass die USA mit einer Invasion gedroht hat und gesagt haben, wenn ihr diese Waffensysteme, diese Raketen nicht sofort dort weg... Ich sag Südamerika, die schreiben Nordkorea und China rein. Ich küsse euer Herz, Digga. Argentinien, oder? Argentinien weiß ich nicht, Bro. Ecuador? Nee, die sind alle, glaube ich, Ami-Pfeife, oder nicht? Deutschland. Nee, ist klar, die... Bringt, dann werden wir die Invasion auf Kuba starten. So, sie haben sich geeinigt. Der damalige russische Präsident Fidel Castro und der US-amerikanische Präsident haben sich darauf geeinigt, dass man gesagt hat, okay, es gibt keine Invasion, die Waffensysteme werden abgezogen und... Unter der Hand hat man dann noch ausgemacht, dass eben, was ein Ray McGovern auch gesagt hat, dass die Atomwaffen, die in der Türkei stationiert waren, also alte Waffen, ja, dass diese auch wegkommen. So, das war die Einigung, die dabei getroffen wurde, wo man... Was hat die Türkei damit zu tun jetzt aber? Sehr durcheinander hier die ganze Geschichte, ja? Eben das den größten... What is a woman? Great question. What is a woman? Das ist eine gute Frage, mein Jüster. Fall dann noch verhindert hat. Wenn wir das jetzt zur jetzigen Situation vergleichen, dann merken wir doch diese Parallelen. Und wieso, beziehungsweise nicht wieso, sondern jetzt einfach mal kurz darzustellen, würde ein Bundeskanzler, ein deutscher Bundeskanzler Scholz, jetzt genauso Kuba raten, dasselbe und sagen, nein, nein, du kannst doch nicht vor einem größeren Nachbarn dich in die Knie zwingen lassen. Du musst eine Unabhängigkeit beweisen. Du musst von einem anderen sogar die Waffensysteme stationieren lassen. Haha, Ukraine. Ja. Würde Scholz nicht machen, weil er mit seinem Kopf in Bidens Arsch drinsteckt. Tief. Denn du musst unabhängig bleiben. Das, was du willst, muss doch auch gemacht werden. Und wir werden dann auch Sanktionen gegen die USA vornehmen. Wir werden auch nicht neutral bleiben, sondern euch helfen. Wir werden auch dann irgendwie Waffen schicken und sonst was, damit ihr... Es ist doch ein Riesen... Chrissy, musst du doch verstanden haben mittlerweile. Ich weiß, du machst es extra, aber es ist halt klar, weil es sich dann gegen die Amerikaner richtet. Und dann ist es was anderes.
Sobald sich irgendwas gegen Amerikaner richtet, ist auf jeden Fall was anderes, als wenn es gegen Russen sich richtet. Weil die Amerikaner sind richtig und die Russen sind falsch. So wird uns das schon immer beigebracht über Hollywood, über Propaganda, über Fernsehen, über Medien und so. Und deswegen ist es natürlich ein Riesenunterschied, Chrissy. Na? Wir können ja nichts unterstützen, was sich gegen Amerika richtet. So, das ist halt einfach so. Da werden mit zweierlei Maßen gemessen. Egal, ob es das Gleiche ist, richtet sich das aber gegen den Falschen, dann darfst du das nicht tun. Genauso ist es ja auch mit Meinungen so. Ja, die sagen alle immer Liberalismus und jeder darf seine Meinung, soll seine Meinung äußern, jeder darf das sein, was er möchte und so. Aber vertrittst du die falsche Meinung, dann bist du schlecht und dann bist du böse, weil es nicht die Meinung ist, die du vertreten darfst. Und das ist einfach Doppelmoral. Verteidigen könnt? Oder würde man etwas ganz anderes raten? Oder sind da die Seiten komplett falsch ausgelegt? Und wer jetzt sagt, ja, das ist ja also wirklich gar kein guter Vergleich oder sonst was. Ja, das war in der Vergangenheit. Aber warum wurde in der Vergangenheit das so gehandhabt und es wurde niemals das so aufgearbeitet, dass man sagt, Moment mal, was ist da eigentlich passiert? Warum darf denn ein anderes Land ein anderes dominieren? Aber in dem Fall, was jetzt gerade passiert, da darf so etwas nicht passieren. Die NATO und die USA, die haben ja auch nie Kriegsverbrechen begangen, weil das ist ja kein Kriegsverbrechen, wenn das für den Frieden ist, weißt du, wie ich meine so? Das ist ja, hat ja auch einen Grund, warum zum Beispiel Amerika auch nicht Teil von diesem, wie heißt das, in Den Haag? Dieses Kriegsgericht in Den Haag, wie heißt es nochmal? Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber Amerika ist kein Teil davon, weil die sonst da jeden Tag vorstehen würden. Und Präsidenten George Bush zum Beispiel hat auch schon mal gesagt, dass er dieses Den Haag-Ding niemals akzeptieren wird und das darf niemals auch auf Amerika zutreffen, weil Amerika Frieden in der Welt verbreiten muss. Und da müssen auch hier und da mal Kriegsverbrechen, müssen hier und da auch mal internationaler Gerichtshof oder sowas, ne? Internationaler Gerichtshof, ja genau. Da müssen auch mal Kriegsverbrechen, hier und da mal einige Kriegsverbrechen gemacht werden, damit wir den Frieden in der Welt weiterhin verbreiten können. Das ist ja das Wichtige an der ganzen Geschichte, meine Freunde. Weil wir verbreiten Frieden auf der Welt. Und wenn wir Kriegsverbrechen machen, dann ist es nichts Schlimmes, weil es ist für den Frieden. Das ist so ein Scheiß, ey. Also die biegen und brechen sich das so zusammen, wie die es für sich am besten haben wollen, damit sie halt die Weltmacht bleiben. Und das ist halt einfach Facts. So, ne? Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Amerika nur schlecht ist, aber es ist schon krass, wenn du dir die Historie reinziehst und die politischen Entscheidungen, warum die gewisse Sachen ablehnen und nicht teilnehmen, einfach damit die ihr Ding weiterhin so durchziehen können, damit die am besten dastehen. Ist wild. So ganz, ganz komische, paradoxe Aussagen und paradoxe Moralvorstellungen, denn da hat die Moral aufgehört und hier fängt sie gerade erst an. Und das sind genau die Sachen, aber sehr viele Menschen trauen sich gar nicht mehr, solche Dinge auszusprechen, weil da werden sie sofort in eine Schublade gesteckt. Bist du denn etwa auf der Seite? Nein. Bist du denn Putin-Versteher? Bist du bezahlt von Putin, meine Liebste, Jutzte, Chrissy? Keiner ist auf irgendeiner Seite, sondern wir schauen uns die klaren Fakten an. Warum durfte das 1920? Ja, der amerikanische Soldat könnte hier töten und die Soldaten müssen nichts befürchten. Ja, genau. Das heißt, wenn die, ja, das ist crazy. Also die würden auf jeden Fall nicht vor den internationalen Gerichtshof geführt werden. Wenn die jetzt zum Beispiel auch nach Deutschland kommen würden, Menschen töten würden, dann würden die vors amerikanische Gericht geführt werden. Damals war es auch so, wo wir in den Clubs waren, in Mannheim, Weinheim, Downtown etc. pp. Gab es ja viele Clubs, wo auch sehr viele Amis waren. Und wenn da eine heftige Clubschlägerei war und irgendwas Krasses passiert ist, Polizei gekommen ist und so, ist die Military Police gekommen. Ja, Military Police ist gekommen, hat die Jungs verhaftet und dann mit wieder auf die Base genommen und das waren halt Homies, weißt du, wie ich meine, so was soll ich dir sagen, Digga, es waren beide Soldaten, die auf derselben Base gearbeitet haben, man weiß nicht, was mit denen im Nachhinein passiert ist, aber ich glaube nicht, dass die jetzt da irgendwie krass verurteilt wurden oder so, weißt du, schon krass und genauso können Amerikaner halt auf der ganzen Welt Soldaten, nicht Normalbürger, Normalbürger müssen mit dem Recht in dem jeweiligen Land werden danach verurteilt so. Aber ein Soldat kann auf der ganzen, ein amerikanischer Soldat kann auf der ganzen Welt Kriegsverbrechen verursachen oder sich daran beteiligen und wird nicht vor den internationalen Gerichtshof gestellt, weil Amerika diesen internationalen Gerichtshof nicht anerkannt hat so. Nicht so passieren. Warum durften sie mit einer Invasion drohen und es wäre nichts dagegen passiert worden?
Aber warum ist jetzt die Sachlage ganz anders? Und es wird nicht von oben betrachtet und gesagt, was könnten wir denn da für die bestmöglichen Optionen auswählen, damit es der Ukraine dann wieder gut geht? So wie in dem Fall in Kuba das der Fall war. Ja. Und wie gesagt, wenn du auch keine Lust mehr hast, alles nicht mehr sagen zu dürfen und aufzupassen und sonst was, dann komm auf meine unabhängige Plattform www. Sag einfach. Geht doch hier auf Twitch, YouTube, egal wo, Instagram. Lass einfach raus, scheiß drauf. Shadowban hin oder her. Umso mehr Leute das tun, umso mehr müssen sie auch den Algorithmus irgendwie anpassen, weil irgendwann können nicht alle canceln. Ich küsse dein Herz, Chrissy. Auf jeden Fall sehr interessantes Video mal wieder. Fand ich sehr gut. Chrissy, Dankeschön für die Zusammenfassung, Dankeschön für den Beitrag. Weiter so, meine Jutzte. Genau so und nicht anders. Wir ziehen weiter durch. Stark.